Ladies and Gentle Nerds, so, wir sind hier wieder zurück in der, ich habe vergessen, wie die Bar heißt. Ich weiß nicht mehr, wie die Bar heißt. Schminketui. Mit Gegenständen reden ist nicht so meins. Ich weiß. Da komme ich nicht ran. Oh ja, ich weiß, die steht daneben. Außerdem steht Elaine direkt daneben. Ich muss sie irgendwie ablenken. Ich habe jetzt keine Zeit, mich zu entschuldigen. Ich muss dringend aufs Klo. Meine Blase platzt gleich. Ach, jetzt auf einmal muss aufs Klo, du Fregel. Machen wir das mal. Dann gehen wir mal pinkeln. Ach, das kann er jetzt auf einmal. Das Geräusch, ey. Warum ist es dafür dunkel? Der hätte eh nur. Man hätte eh nur hin. Verdammt richtig. Ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Und? Wie gemein. Okay, Elaine. Was geht bei dir? Auf der ganzen Welt gibt's nicht genug Make-up, um die Katastrophe wieder zu kitten. Warte mal auf den nächsten Montag ab. Ich schwöre euch, die sieht besser aus. Wir müssen uns das Face merken. Die sieht beim nächsten Mal definitiv besser aus. Letztes Mal hatte die überhaupt keine Zähne. Nur so 3 oder 4. Da sah die echt mega übel aus. Aber jetzt? Was macht die denn da? Kann ich dir ein Feuerlöscher ins Gesicht halten? Nein, machen wir nicht. Lass das, du brauchst kein Make-up. Auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Überall Wasser und Farben. Warum ist der Likör so teuer? Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut, aber nur weil ich im Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott, hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Der ist aber schwer. Okay, doch nicht. Roger. Und wie komme ich jetzt an das... Der Müll von gestern Abend. Eingesackt. Dann gehen wir mal raus. Der Müll von gestern Abend. Ja, mach mal, röbbel mal drin rum. Ich rede nicht mit jedem Ständen. Sollst du damit reden, du sollst gucken, was da so drin ist. Kann ich irgendwie da reingucken mit irgendwie einer Zange oder irgendwas? Vergiss es. Okay. Mülltüte, Müllcontainer. Ist ja einfach. Schaff ich. Der Penner. Hey, heilige Scheiße, du blöder Penner. Hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. What? Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Was hast du da hinten gemacht? Gibt's einen Grund, muss ich mir Sorgen machen, warum du hier so auftauchst? Machen wir das. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Ich labbelte wieder ewig. Von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit. Will ich... egal. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber... Was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose. So? Vergiss es. Geil. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du.
Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen. Oh, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Aber der Penner weiß doch gar nichts von dem Ring. Woher will der das denn wissen? Haben wir dem noch nie erzählt. Oh gut, er weiß alles. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Kann ich jetzt die Bananenschale einpacken? Fass ich nicht an. Oh, Pussy. Ach, Clayton's Cave heißt es so. So, ist Elaine jetzt am Klo? Und kann ich jetzt dann... wo ist denn der Schminkzeug? Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug Erniedrigung für heute. Morgen geht's weiter. Aber morgen ist doch heute. Randall, morgen ist doch heute. Hat sie das... Ah, sie hat sie liegen lassen. Sehr gut. War doch klar. Elaines Schmink, Edwie. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu Gesicht gekriegt hat. Er macht selber Witze. So, packen wir ein. Ich weiß nicht, wofür, aber packen wir ein. Kann ich den auseinandernehmen? Das ist Elaines Schmink. Nee. Okay. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, sehe ich gerade. Zack. Ach, können wir mal für ihr speichern, scheiß drauf. Weiter. Ja, dem Padre kriegen wir auch kein besseres... Ganz ruhig, Pater, der Mai Tai ist unterwegs, ich krieg das hin. Kann ich den selber mixen, den Mai Tai? Ein paar von den Flaschen sehen echt komisch aus. Anscheinend nicht. Gibt's noch irgendwas, was ich übersehen habe, wie viele Flaschen es hier gibt? Da oben ist noch ein komisches Einmachglas. Wie konserviert man in Form Aldehyd? Mann, wenn die ausbrechen... Das sind auch die... Sind die aus Metroid? Ich bin mir gar nicht ganz sicher, woher ich die kenne. Okay. Huch, jetzt sitzt er hier. Gehen wir wieder auf die Straße. Und in die U-Bahn. Okay. Ich bin ja noch gar nicht gefeuert worden, ne? Und eigentlich habe ich den Ring ja noch gar nicht verkauft. Weil ich noch gar nicht da war. Das ist natürlich jetzt die Sache. Wie ist das jetzt? Und jetzt guck mal mit den Hütchen. So, Hütchen. Ich habe ein Straßenhütchen dabei. Gibt es jetzt hier wieder zwei oder ist das weg? Da ist nur ein Hütchen. Aha. Fremder? Die Scheibe ist aber schon eingeschlagen. Super Idee. Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Siehste? Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Oh. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Okay, Alter. Ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Du bist gefeuert! Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann? Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist, du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Oh, Alter. Dieser Esel hat wie wild ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem See will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und mein wertvoller Super-Zuckerschneckenkatalog ist völlig ruiniert. Und riecht nach Thunfisch. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los, dann erklär mal.
Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja! Preiset den Herrn! Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät! Du bist gefeuert! Aber ich... Raus hier! Das hat wohl nicht so gut geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Kann ich denn jetzt... Hab ich irgendwas, wo ich... Ach, guck mal, ich habe eine leere Flasche. Die kann ich da bestimmt füllen, ne? Ach, geil. Das hat funktioniert. Okay, jetzt habe ich eine Flasche voll Wasser. Schön. Kann ich dem Typen den Feuerlöscher gegen die Birne ballern? Oh, ich glaube, der ist jetzt echt nicht in Stimmung. Ich dachte, er hätte sein können. Wo er sich jetzt hier noch soll, keine Ahnung. Aber geil ist, dass natürlich der gleiche Tag ist, aber die Scheibe schon zerbrochen ist, obwohl wir eigentlich gar nicht hier waren und der ist eigentlich wow, das alte Radio ich gar nicht. Immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Nein, musst du nicht. Die will auch keiner sehen. Viel interessanter ist, warum die Scheibe schon kaputt ist. Weil er eigentlich ja der Tag ja gar nicht passiert ist, an dem er uns das Radio an den Kopf geworfen hat. So richtig. Und warum ist hier in dem Rohr? Kann ich eigentlich irgendwas in dieses Rohr stecken? Und wenn ja, was? So, jetzt die Frage. Jetzt müsste ja theoretisch eigentlich auch die Uhr repariert sein. Wo ich immer noch eine Münze? Die Uhr müsste repariert sein und der Dieb müsste aber weg sein. Richtig? Oder nicht? Ne, der ist noch da. Aber die Uhr ist nicht repariert. Die Uhr ist immer noch kaputt. Hä? Eine Dose Mercury Cola. Ist das immer der gleiche Kram? Gehen wir mal mit Mel reden oder ans angucken. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so aussehen. Ja. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Kannst du? Na, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Okay. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein. Ich hätte gern den da. Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Ja. Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Doch, war ja. Junge. Ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Okay, dann müssen wir wohl diesmal irgendwie mit Mercury Cola was machen, oder? Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Sekunde mal. Hast du? Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich habe mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein interessiert Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ach, egal. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Aber ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich habe Jim seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Ja.
Muss ich jetzt so eine 34% Quecksilber? Weißt du, das krank? Alter. Kann ich nicht empfehlen. Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Tut euch nicht gut. Selbst 1% würde euch nicht gut tun. Also von daher... Ja, aber ich sehe gerade, bevor ich um den Ring battle, beende ich die Folge mal wieder. Ja, das ist total schlimm, wenn man nur 15-Minuten-Folgen macht. Das geht so schnell vorbei. Es ist unglaublich. Kranker Scheiß, ey. So klassische Let's Plays sind echt verrückt, dass das früher immer so gegangen ist. Aber gut. Kann man auch mal machen. Ist eigentlich irgendwie witzig. Ich meine, ich muss hier eh nicht viel labern. Das meiste macht das Spiel für mich. Aber hey, why the fuck not? Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis in der nächsten Folge. Tschüss.